habe also jetzt hier eine Untermalung gemacht in Weiß, um die Schwerpunkte der Flächen einmal ganz klar abzutrennen. Jetzt hier zu der Untermalung als erstes einmal die Himmelsflächen dargestellt. Nach der Regel malen von oben nach unten, weil die herabfallenden Pigmente natürlich, wenn ich unten anfangen würde, in die fertige Malerei hineinfallen würden. Das ist der Grund, warum wir grundsätzlich immer von oben beginnen. Ich beginne jetzt also hier den Bereich zu vermalen, um sozusagen die Fläche entsprechend zu gestalten, damit ich hier also auch ein der Natur entsprechendes Himmelsbild erhalte. Man sieht also gleich, dass es hier also im Grunde genommen eine Veränderung in der Darstellung gibt. Wir haben viel weichere Linien, weiche Übergänge von einer Farbe zur anderen und haben jetzt ein ganz anderes Bild. Ich lege jetzt auf diesen Untergrund, den ich jetzt farblich gestaltet habe in einem Blau, noch etwas Violett hinzu, um auch die Himmelstönung entsprechend abzutönen, um eine gewisse Abstufung in dem Farbwert zu erhalten. Handelt sich hierbei immer noch um Untermalung. Die Untermalung hat ja den Anspruch, sozusagen für die abschließende Fertigstellung des Bildes eine gewisse Grundlage zu schaffen. Indem ich jetzt mehrere blaue und weiße Elemente für die Himmelsgestaltung hinzugefügt habe, gehe ich einmal einen Schritt nach vorne, nehme einen Spiegel und kontrolliere das Ganze im Spiegel, um zu sehen, wie die Farbwirkung im Spiegel auf mich wirkt. Himmel noch mit etwas Violett, um etwas mehr Tiefe in den Himmel zu bekommen. Grenze sozusagen auch bestimmte Bereiche der Wolken oder des Dunstes entsprechend ab. Nehme dazu noch ein etwas helleres Blau. Probiere jetzt wieder mit dem Spiegel, ob mir meine Farbnuancen in der Form ausreichend sind. Kommen wir zu dem eigentlichen Rapsfeld auf der hinter dem Weg liegenden Fläche und machen erstmal die Untermalung wiederum natürlich. So dass wir einmal hier diese Fläche haben und diese hier. Und der Weg führt sozusagen ins Bild hinein. Jetzt haben wir die im Horizont liegenden Felder in einem Grünton dargestellt. Ich habe also jetzt den Horizont etwas verstärkt und etwas sozusagen im Vordergrund, wo das Feld steht, etwas